Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder ein Ranking-Video und heute sprechen wir über die 10 schlechtesten Filme von Jim Carrey. Ich persönlich bin großer Jim Carrey-Fan. Ich habe alle seine Filme geschaut, die meisten sogar im Kino. Ja, aber im Laufe seiner Karriere hat er nun mal auch ein paar schlechte Filme rausgebracht und darüber reden wir gleich mal. Ich wollte als erstes eigentlich ein Video machen über Jim Carreys besten Filme. Ja, und dann habe ich mir so die Liste aufgeschrieben und habe gemerkt, das ist furchtbar langweilig, denn jeder kennt die besten Filme von Jim Carrey. Da ist natürlich dann drin Ace Ventura, Die Maske, Dumm und Dümmer, Die Truman Show, Der Mondmann und so weiter und so fort. Die Liste war so gesehen todlangweilig, weil ja jeder hat die so seine Top Ten im Kopf von Jim Carrey und die wird sich um ein paar Plätze eigentlich immer, wäre immer gleich. Und da habe ich mir gedacht, ja, reden wir doch einfach mal über seine 10 schlechtesten Filme, weil das ist viel interessanter. Ja, und ich habe sie mir aufgeschrieben, habe meine Liste fertig gemacht. Ja, und damit starten wir einfach mal direkt durch. Auf Platz 1 ist dann der schlechteste Film, meine Meinung nach, von Jim Carrey. Also das ist alles nur meine Meinung, wenn ihr sagt, oh, der Film, der gehört da gar nicht rein in den schlechtesten Filme. Dann ist alles okay, das ist eure Meinung. Meine Meinung nach ist das dann halt so. Und wir fangen an mit Platz Nummer 10 und das ist der Grinch aus den Jahren 2000. Ja, und er spielt ja da den Grinch und er versucht ja da Weihnachten ja zu zerstören oder zu stehlen. Und ich habe mir den Film damals angeschaut, ich habe den auch wirklich nur einmal geschaut und ich fand den Film fürchterlich, fürchterlich. Er ist mir, ja, der ist gut gemacht, so nicht, aber der Grinch selber, ich verstehe den nicht im Film. Der nuschelt die ganze Zeit. Er nuschelt da vor sich was her. Und ich verstehe Jim Carrey in diesem Film einfach nicht. Und dieser Film ist mir auch zu... Ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe für diesen Film. Aber ich finde, für Kinder ist der schon wieder zu ernst, zu viel. Und für Erwachsene ist er wieder zu albern. Irgendwie passt der Film komplett nicht. Also für mich ist es ein Platz 10. Ich mag diesen Film nicht. Und damit starten wir weiter mit Platz Nummer 9. Und das ist der Ja-Sager aus dem Jahre 2008 mit Zooey Deschanel. Und diesen Film habe ich vor kurzem noch geschaut. Ja, ich finde, das ist irgendwie das gleiche wie der Dummschwätzer, nur halt in schlecht. In Dummschwätzer kann er nicht lügen. Hier in diesem Film muss er zu allen und jedem Ja sagen. Dieser Film hat hier ein paar witzige Momente, aber irgendwie packt er mich nicht. Da gibt es halt diese Liebesgeschichte und dieses Ja-Sagen und dieser Film stimmt hier hinten und vorne irgendwie nicht. Man kann nicht zu allen und jedem Ja sagen. Das wird auch am Ende des Films gesagt, dass er nicht zu allen Sachen Ja sagen soll und ja, irgendwie passte das alles nicht. Es war auch einer so seiner seiner Filme, die ja, wo seine Karriere so langsam abgestürzt ist. So, das war so ein letzter großer Kinofilm, kann man sagen. Bis er natürlich wieder noch aufgetaucht ist in Sonic, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, und dann machen wir weiter mit Platz Nummer 8. Das ist Batman Forever aus den Jahren 1995. Ja, Jim Carrey als der Riddler, ja, und Tommy Lee Jones als Two-Face. Die beiden haben sich am Set ja ordentlich immer verkracht. Die beiden mochten sich überhaupt nicht. Und ich finde Jim Carrey und ich mag diesen ganzen Film sowieso nicht. Batman Forever, dieser Film ist mir zu bunt. Danach kam ja noch Batman und Robin. Diese beiden Filme sehe ich sowieso als die schlimmsten Batman-Filme überhaupt an. Und er ist mir einfach zu bunt. Jim Carrey zu überdreht gespielt. Ich kann diesen Batman-Film nicht wirklich ernst nehmen. Auch Val Kilmer als Batman fand ich nicht besonders cool. Ja, dieser ganze Film hatte irgendwie was nichts. Es, wisst ihr, man hat vorher Batman mit Michael Keaton gesehen und dann hat man diesen Film gekriegt und es passte hinten und vorne nicht. Es war, ja, ich mag diese Batman-Filme nicht und deswegen ist dieser Film auf Platz Nummer 8. Ja, auf Platz Nummer 7, Gelbe Kai, ja, die Nervensäge, dieser Film. Darüber habe ich schon mal eine Kritik gemacht. Dieser Film, auch da Jim Carrey, zu überdreht. Viel zu überdreht. Der Film hätte gepasst, hätte sich Jim Carrey ein bisschen zurückgehalten. Er spielt hier wirklich zu überdreht. Ich mochte das nicht. Er ging mir wirklich auf, in diesem Film, er ging mir auf den Sack. Er ging mir wirklich auf den Sack. Matthew Broderick und Jack Black spielen in diesem Film auch mit.
Hätte der ein bisschen ruhiger gespielt, Jim Carrey, hätte der Film vielleicht funktioniert, aber er war mir hier einfach zu albern. Der Film hatte eigentlich einen Tiefgang, den Jim Carrey eigentlich kaputt gemacht hat in diesem Film. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja, auf Platz Nummer 6 haben wir einmal Beißen bitte aus dem Jahr 1985 und viele kennen diesen Film vielleicht gar nicht. Ja, es geht hier um Vampire, ja, und um Jungfrauen und um Sex, ja. Da ist es eine Vampirin, sie muss sich ernähren von Jungfrauen, damit die Vampirin jung bleibt. Ja, und Jim Carrey und seine Freundin sind noch Jungfrau und sie ist hinter denen her und will die beißen. Ja, und das ist so eine, ja, es soll eine Komödie sein, auch wieder sehr albern, die Handlung, mein Gott, ganz schlecht. Ja, und dann bevor die sie beißen kann, haben die vorher Sex und dann ist der Film auch eigentlich zu Ende. Also das ist, er ist schon okay, aber ja, trotzdem auf Platz Nummer 6. Platz Nummer 5, Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte, aus den Jahren 1988 mit Gina Davis und Jeff Goldblum, ja, um Jim Carrey. Und diesen Film habe ich, weiß nicht, vor 2-3 Jahren erste Mal geschaut. Dieser Film ist, ich wusste gar nicht, dass es diesen Film gibt. Und da habe ich gelesen, Jim Carrey spielt damit. Ich denke, hä, Jeff Goldblum, Gina Davis, in so, was ist das? Ja, habe ich mir den Film angeschaut, ach du Scheiße, nein. Ah, das ist ein Trashfilm. Das ist so ein typischer Trashfilm. Den darf man nicht ernst nehmen. Und dann kann man sich den gut angucken. Also das ist wirklich so, da landen drei Außerirdische bei Gina Davis im Swimmingpool. Und ja, und die können die Größe ändern. Und die sehen erst sehr behaart aus. Dann gehen sie zum Friseur. Dann sehen die ziemlich gut aus. Gut aussehende Männer. Und Gina Davis verliebt sich in Jeff Goldblum. Und ja, das ist alles ein Chaosfilm. Mein Gott. Ja, der Film, wer auf Trash steht und Jim Carrey und Jeff Goldblum in einem Film sehen wollen, mit Gina Davis, guckt euch Sebo an. Erwartet nicht zu viel. Er ist wirklich sehr trashig, aber mein Gott, es ist ganz, ein ganz schrecklicher Film. Ein ganz schrecklicher Film. Auf Platz Nummer 4 haben wir Dumm und Dümmer 2. Ja, und das ist vielleicht sein letzter Versuch gewesen, noch einmal irgendwie einen vernünftigen Kinofilm hinzubekommen, weil dieser Film ist ja aus dem Jahre 2014 und davor hatte er wenige Filme rausgebracht, zuletzt war es ja dann der Ja-Sager. Und ja, Dumm und Dümmer 2, mein Gott, was eine Enttäuschung, was für eine Enttäuschung. Also, ihr müsst euch vorstellen, erstmal so, dieser Film, ja, irgendwie sind dann 20 Jahre vergangen und Jim Carrey, also, ist dann in diesem Film, ja, seit 20 Jahren in so einer Anstalt und der bewegt sich nicht mehr. Und das soll nachher so ein Gag sein. Also heißt das, dass er die letzten 20 Jahre eigentlich nichts gemacht hat? Keine Ahnung, ich fand die Überleitung zum letzten Film ziemlich, ja, dumm, wirklich dumm, also überhaupt nicht lustig oder cool. Und dann sind sie auf der Suche nach der Tochter von einem von den beiden und das ist irgendwie gar nicht witzig. Es ist wirklich kein guter Witz in diesem Film. Auch wieder so gewollt, übertrieben gespielt von beiden, Jeff Daniels genauso. Übertrieben gewollt gespielt, wisst ihr, was ich meine? Damals klappte das super in Dumm und Dümmer und diesmal war das irgendwie, es fühlte sich so gezwungen an, dass der Film dann genauso gut ist wie der erste. Es fühlt sich so gezwungen komisch an und es ist ein schrecklicher Film. Dumm und Dümmer 2 ist ein schrecklicher Film. Ja, auf Platz Nummer 3 ist der unglaubliche Burt Wonderstone mit Steve Buscemi und Steve Carell. Und da geht es ja um diese zwei Zauberkünstler, die in Las Vegas eine Show haben. Dann werden die gekündigt, weil das Publikum nicht mehr kommt. Und an ihrer Stelle kommt dann Jim Carrey dort an nach Las Vegas und übernimmt die Show. Und ja, dann gibt es so einen Kampf zwischen den beiden, so ein Zauberkampf, wer ist am besten, wer ist der beste Zauberer und darum geht es in diesem Film. Und ja, es ist ziemlich langweilig. Jim Carrey spielt hier so ein, ja, der hat die Nase ziemlich hoch, so ein eingebildeter Zauberer und die anderen beiden wollen dann zusammen gegen ihn antreten und ach, der Film ist auch plätschert vor sich hin, auch da wieder keine Komik drin. Der Film ist schnell vergessen, uninteressant,
Nein, der Film ist wirklich auf Platz Nummer 3 zu Recht. Ja, und jetzt kommen wir Platz 2 und 1. Und da war ich lange am Überlegen. Ich hatte zwischenzeitlich einen anderen Film auf Platz 1. Dann habe ich doch nochmal umgezwitschert. Und ja, es ist jetzt so, wie es ist. Auf Platz Nummer 2 ist eine Nervensäge aus dem Jahre 1992. Und das ist ein Film, den habe ich damals als Jugendlicher geschaut. Ich habe damals ja Ace Ventura geguckt und Die Maske. Und dann habe ich im Nachhinein dann eine Nervensäge geschaut mit Jim Carrey. Und boah, ist der Film langweilig. Boah, ist der Film langweilig. Junge, Junge, Junge. Das ist so ein Kammerspiel. Das ist ein Typ, der regt sich über alles auf. Und was weiß ich, da ist so wenig Milch im Müsli oder da sitzt eine Fliege auf dem Teller und darüber regt er sich auf und darum geht es den ganzen Film. Er sitzt da in seiner Bude rum, dann wünscht er sich ab und zu, dass er tot wäre und dann erscheint ihm ab und zu der Tod und der Tod wird gespielt von Jim Carrey und das ist wirklich pure Langeweile. Das geht wirklich 90 Minuten, labert dieser Typ vor sich daher und regt sich über Sachen auf und ab und zu wird Jim Carrey eingeblendet als tot und das ist auch nicht witzig oder cool. Der Film ist einfach langweilig. Also die meisten werden den so nach einer halben Stunde einfach ausstellen und sagen, der Film, was soll der Scheiß? Und eigentlich, so habe ich es gelesen, ist dieser Film als Film gar nicht gut geeignet. Das ist eigentlich so ein Theaterstück, wo einer alleine so spielen würde auf der Bühne. Dafür wäre dieser Film, dieses Drehbuch besser geeignet als Spielfilm. Ja, auf dem Theater würde es funktionieren, als Film totlangweilig. Ja. Ja, auf Platz Nummer 2. Ja, das ist Dark Crimes aus dem Jahre 2016. Ja, und das ist ein Kriminalfilm. Und diesen Film habe ich mir angeschaut und meine Fresse, war der auch pisslangweilig. Also Jim Carrey halt auch mit so einem Bart und man muss dreimal hingucken, ist das überhaupt Jim Carrey? Ja, ist der. Er spielt jetzt ziemlich ernst und irgendwie auch gelangweilt, finde ich. Ich finde, er spielt hier gelangweilt. Also erst, da will ich nicht in seiner Topform. Und dieser Film ist wie so ein typischer Kriminalfilm. Da ist halt, er spielt da halt so einen Polizisten kurz vor der Rente. Und er hat halt einen Mordfall, der schon Jahre zurückliegt. Und den lässt ihn keine Ruhe. Und den will er vor seiner Rente nochmal lösen. Und ja, das ist so das Übliche, was es schon tausendmal gibt. Und das halt in sehr langweilig gedreht und sehr kalt. Ich muss sagen, der Film fühlt sich kalt an. Also die Bilder sind ziemlich blass, sehr grau, irgendwie alles. Es fühlt sich irgendwie, man friert selber, wenn man den Film anschaut. Es sieht alles irgendwie so kalt aus und blass aus. Und Jim Carrey sehr gelangweilt, finde ich schon. Also wenn einer sagt, ja, das ist einer deiner besten Filme, und du kannst ihn doch nicht als schlechtesten Film dahinstellen. Ja, für mich war der Film halt einfach gar nichts. Für mich war der Film langweilig. Ich musste echt nochmal die Handlung gerade nochmal durchlesen, grob, worum es überhaupt nochmal ging, weil ich den Film, den Inhalt schon wieder vergessen hatte. Ja, auf jeden Fall für mich der schlechteste Film von Jim Carrey ist Dark Crimes. Ja, auf jeden Fall. Wer noch wissen will, welcher so mein Lieblings-Jim Carrey-Film ist, das wäre, glaube ich, sogar Ace Ventura 2. Den habe ich damals auch im Kino geschaut, wirklich, da weiß ich noch damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 14, 15, ich war zumindest sehr jung, habe diesen Film geliebt. Ich hab mich so kaputt gelacht in diesem Film, Ace Ventura 1 und 2, eh einer der besten Jim Carrey-Filme und Teil 2 finde ich sogar noch besser. Ich habe diesen Film, glaube ich, schon gefühlt 10 Mal geschaut, ich finde den Film einfach genial. Ich kann den immer und immer wieder schauen, ich lache mich immer noch kaputt. Ich mag Ace Ventura 2. Auf jeden Fall einer der besten Filme von Jim Carrey. Ja, dicht gefolgt natürlich von Die Maske, Dumm und Dümmer, habe ich schon gesagt. Die Truman Show, super Film. The Majestic finde ich auch sehr gut. Ich glaube, dieser Film kennt auch die wenigsten. Davon habe ich auch eine Kritik gemacht. Wäre auf jeden Fall auch in den Top Ten drin gewesen. Ja, er hat schon coole Filme gemacht und leider auch schlechte Filme. Ja, das war meine Meinung. Mich würde sehr interessieren, was eure ja, schlechtesten Filme von Jim Carrey sind. Vielleicht habe ich auch welche dabei, wo ihr sagt, der Film müsste eigentlich auch da rein und den habe ich gar nicht aufgezählt. Ich bin auf eure Meinung mal gespannt. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wer natürlich mehr Videos von mir sehen möchte, kann gerne den Kanal abonnieren. Es wird noch dieses Jahr ein paar Rankings mehr geben über verschiedene Sachen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.